Schönen guten Morgen, mein Name ist Christian Wegener. Herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Hansewelt Digital, nützliche Tools und Strategie für dein Business. Wie gesagt, mein Name ist Christian Wegener und ich betreue in der IHK die IT-Branche und den Arbeitskreis ITK und Digitalisierung. Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem mittlerweile 29. Webinar. Die Zeit vergeht sehr, sehr schnell. Mittlerweile haben wir schon 29 Webinare. Und heute haben wir ein sehr, sehr spezielles Thema und auch ein sehr, sehr interessantes Thema, und zwar: Agilität, überschätztes Buzzword oder Schlüssel zum Erfolg? Was verbirgt sich hinter agilen Methoden wie Kanban, Scrum und Co.? Ja, ich freue mich, dass wir da auch wieder einen sehr versierten Referenten heute zu Gast haben, und zwar Klaas Reinicke. Er ist Agile-Coach bei Hypoport. Er wird sich gleich nochmal selber vorstellen. Ich glaube, das kann auch viel, viel besser. Und in dem Sinne bin ich schon ganz gespannt, was für neue Methoden wir heute erfahren, beziehungsweise welche Ansätze uns er hier nochmal aufzeigen wird. Bevor wir jetzt gleich einsteigen in das Webinar, möchte ich noch mal ganz kurz erklären, wie das Ganze hier bei uns abläuft. Der ein oder andere war vielleicht schon mal dabei, weiß, wie das Ganze funktioniert. In dem Sinne möchte ich da einfach noch mal ein bisschen Geduld bitten. Alle anderen sind vielleicht ein paar neue auch dabei. Möchte ich einfach noch mal ganz kurz sagen, wie das Ganze hier vonstatten geht. Und zwar, nicht wundern, bei uns ist es so, dass nur der Referent und ich immer aktiv sein können, sprechen können, beziehungsweise sie uns auch sehen können. Das heißt, sie sind alle stumm geschaltet und ihre Kameras sind deaktiviert. Das heißt aber nicht, dass wir mit ihnen nicht kommunizieren möchten. Es liegt einfach daran, dass wir sehr, sehr hohe Teilnehmerzahlen haben und es wäre sonst ein bisschen schwierig, das Ganze besser zu strukturieren. Hierfür, damit wir trotzdem auch Ihre Einschätzung mitbekommen können, gibt es hier bei uns noch den Hinweis Fragen und Antwort, dieses F&A-Feld. Ich würde Sie bitten, das einfach auch mal zu nutzen und dementsprechend da vielleicht mal raufzuklicken. Wenn Sie darauf klicken, erscheint nämlich dieses kleine Dialogfeld. Und ich würde Sie da einfach mal bitten, reinzuschreiben, woher Sie uns heute zuhören bzw. zuschauen. So, da bin ich mal gespannt. So, da gucke ich jetzt mal rein. Sehr schön. Es kommen sehr viele Antworten rein. Das beruhigt mich. Das heißt, Sie können uns hören. Sie haben das F&A-Feld gefunden. Hamburg ist dabei, aus Kalifornien. Ich schätze mal, das hier in Schleswig-Holstein. Aus Lübeck. Hamburg nochmal, aus Pinneberg. Wattenbeck. Bad Bramstedt. Hamburg, Lübeck, Bosau. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön verteilt hier aus ganz Schleswig-Holstein. Toll. Eutin. Freut mich. Wie gesagt, mir fällt immer ein Riesenstein vom Herzen, wenn ich merke, dass Sie uns gut hören können. Das ist schon mal super. So, dann gehe ich mal ein bisschen weiter, damit wir nachher auch noch genug Zeit haben für die weiteren Sachen. Wir machen es so, wir sammeln die Fragen. Wenn Sie Fragen haben, wie gesagt, nutzen Sie unbedingt dieses Feld. Da schreiben Sie einfach die Fragen rein. Wir sammeln die ja bei uns. Je nachdem, wann es am besten passt, werden wir die auch einstreuen. Werde ich dann Klaas bitten, darauf einzugehen. Und da haben Sie auch die Möglichkeit, dann direkt auch einen weiteren Nutzen für Sie zu ziehen. Weiterhin ist es so, dass wir auch im späteren Zeitverlauf nochmal einen Feedback-Link verteilen werden. Das heißt, dort können Sie eintragen, wie es Ihnen gefallen hat, welche Themen vielleicht für Sie in Zukunft auch noch relevant sind. Auch da würde ich mich freuen, wenn Sie davon zahlreich Gebrauch machen, weil nur so haben wir auch die Möglichkeit, unsere Webinare weiterhin in die Richtung zu geben. Wenn Sie irgendwelche Probleme haben, sei es technisch oder sowas, wir haben ja dieses Handhebesymbol. Am liebsten wäre es mir allerdings, wenn Sie dann das mal in Fragen und Antworten reinschreiben. Ich versuche das dann von hier aus dementsprechend auch am besten zu lösen, das Problem. Ich habe das gerade gesehen, dass sich jemand die Hand gehoben hat. So, und dann abschließend noch ganz kurzer Hinweis. Am besten Sie stellen hier oben das Ganze in Vollbildmodus ein, weil da können Sie es am besten verfolgen. So, bevor wir jetzt aber jetzt auch wirklich direkt starten mit der Präsentation bzw. mit dem Vortrag, haben wir noch eine kleine Umfrage vorbereitet. Und zwar möchten wir von Ihnen ganz gerne wissen, auf welchem Stand sind Sie eigentlich? Hatten Sie schon mal mit agilen Methoden zu tun oder mit agilen Arbeitsweisen? Und ich hoffe, Sie können jetzt gleich unsere Umfrage sehen. Genau, da ist sie. Ich würde Sie mal eintragen, hatten Sie schon mal Erfahrung mit agilen Methoden? Dann können wir einfach ein bisschen nachvollziehen, auf welchen Stand Sie hier sind. Und ich sehe, hier kommen schon sehr, sehr viele Antworten rein. Sie haben ja die Auswahl Ja, Nein, Jein, wie auch immer das Ganze sein wird. Es nehmen auch schon sehr, sehr viele Leute daran teil. Das ist super. 81%, 82%. Mensch, ich habe schon mal gesagt, bei diesen Umfragen, das ist super. Das ist fast wie Wahlergebnisse damals in der DDR. Die Beteiligung ist sehr, sehr groß. So, ich würde sagen, jetzt mache ich mal einen kleinen Break. Ja, ich bin... So, und jetzt zeige ich Ihnen auch die Resultate.
Sie sehen, dass doch schon relativ viele daran teilgenommen haben oder beziehungsweise agile Methoden schon eingesetzt haben. Und zwar 45%, bei 30% eher noch nicht der Fall und 26% hatten zumindest schon mal in irgendeiner Form damit interagiert. Und ich glaube, das ist ein ganz spannender Ansatz für dich, Klaas, damit du da auch später noch darauf eingehen kannst, weil ich würde jetzt auch direkt dann mal an dich übergeben. Herzlich willkommen und moin, sagt man hier in Lübeck. Schön, dass Sie alle da sind. Ich hoffe, dass auch für die Ja-Leute was drin ist. Ich versuche mal den großen Wurf Agilität so, was so die Eckpfeiler sind und wo es insgesamt drum geht. Wie gesagt, schmeißen Sie, schmeißt ihr. Ich versuche zu siezen. Ich habe noch nie in einer Siezfirma gearbeitet. Seit 16 Jahren bin ich in Duzfirmen unterwegs. Wenn mir das durchrutscht, nehmen Sie es mir nicht übel. Genau, also stellen Sie die Fragen im Chat und ich gucke mal, wie ich es schaffe, zwischendurch drauf einzugehen, sonst haben wir am Ende auch noch ein bisschen Zeit. Genau, ich nehme mal die Umfrageresultate weg und hoffe, sonst müsste Christian mir helfen, dass nur noch die Folien da sind. Vielleicht einen Satz oder zwei zu mir. Mein Name ist Klaas Reinecke, ich arbeite derzeit bei der Hypoport und die sitzt hier in Lübeck. Viele kennen, glaube ich, die Hypoport gar nicht. Ne? Firmensitz in Lübeck seit neuem, früher mal in Berlin. Jetzt schon gut 2000 Mitarbeiter, ganz verschiedene Standorte deutschlandweit. Sind so ein Fintech-Unternehmen. Ich glaube, manche von Ihnen kennen vielleicht Dr. Klein als Finanzierungs Unterstützung sozusagen. Da haben wir ganz verschiedene Unternehmen im Portfolio. Und ich bin seit 7 Jahren insgesamt schon bei der Hypoport, habe da als Agile Coach gestartet, genau mit dem, was ich heute erzähle, nur ein bisschen detaillierter, habe also Softwareentwicklungsteams unterstützt, agiler zu arbeiten. Vielleicht, was habe ich davor gemacht? Ich war ja selbst natürlich Softwareentwickler, das ist ja in der Softwareentwicklung ganz nützlich, das auch selbst gemacht zu haben. Habe schon damals, als Agilität noch nicht so wirklich bekannt war, war das noch unprofessionell, Agilität in der Firma mit eingeführt. Und war dann Product Owner, Teamleiter und bin dann erstmal Trainer und Berater für Agilität geworden. Und hatte dann Glück, also war eigentlich schade, es war ein großartiges Beratungshaus, hat viel Spaß gemacht, aber das zweite Kind war unterwegs und so bin ich dann nach Lübeck zu Hypoport gewechselt, weil ich auch hier in der Nähe vom Bahnhof sitze und dann fußläufig zur Arbeit kann. Das ist natürlich schöner, als mit zwei Kindern durch ganz Deutschland zu reisen. Genau, da bin ich jetzt und auch seit 3 Jahren mache ich eher Organisationsentwicklung. Man kann auch sagen, Agilität auf der gesamten Unternehmensebene. Da kommt dieses Holakratie-Wort rein. Und bin derzeit nicht ganz so oft bei Teams unterwegs. Genau, der Rest sind einfach ein paar Daten zu mir, was mich so interessiert. Lassen Sie uns starten. Und da ist ja die spannendste Frage, die man vorweg immer hat: Warum will man eigentlich agil arbeiten? Und jetzt muss ich mich mal mit dem Tool ab. Weil die Frage würde ich sofort an Sie stellen, nämlich die Frage: Was ist eigentlich Ihr Gedanke? Warum haben Sie Interesse an Agilität? Was ist das? Was sind so die positiven Ergebnisse, die Sie sich wünschen? Können Sie auch selbst schauen, was haben die anderen so gesagt? Geringere Vorplanung ist nicht so der Gedanke, schnellerer Projektstart geht los und gewonnen hat flexiblere und effektivere Arbeitsabläufe. Das ist spannend, was sich da noch hinter verbirgt. Früheres Identifizieren von Fehlern und Fehlplanung ist auch noch hoch und schnellere Verfügbarkeit von Teilergebnissen. Da ist ja schon mal kürzere Projektlaufzeit vielleicht auch, geringere Kosten, sonstiges. Cool. Ich gucke mal, weil ich habe immer, passt alles gut rein. Was ist das, warum ich sagen würde, warum sollten wir agil arbeiten? Und ich mache das immer schon damals, als für mich Agilität losging. Ich habe aus dem Web geklaut, wieder vor 2 Tagen. Es gibt so eine Umfrage von der Standish Group, die Chaos Study. Die gibt es seit 1994, also immer so nach 2, 3 Jahren, fragen die ab. Projekterfolg, agil klassisch kann man sagen, agil Wasserfall. Und da werden immer wieder viele Firmen befragt, wirklich sehr viele. Und da wird gefragt, wie erfolgreich laufen Projekte bei Ihnen? Und ist jetzt auf Englisch, ich stelle die wichtigsten Sachen vor, dass das wirklich für alle klar ist. Successful, also erfolgreiche Projekte sind Projekte, die innerhalb des Zeitplans geblieben sind, innerhalb der Kostenplanung und den Umfang geliefert haben, der geplant war. Das ist erfolgreich, die Definition. Challenged oder herausgefordert, teilweise erfolgreich kann man sagen, sind Projekte, die noch zwei dieser Kriterien erfüllt haben, also Zeitplan, Kosten oder Umfang.
Und fehlgeschlagene Projekte wurden abgebrochen, sind nicht im Einsatz oder haben halt, also haben nicht geliefert am Ende. Und ich finde das immer wieder schön, weil man kann sofort sehen, deswegen würde ich agil arbeiten. Alles, was Sie gesagt haben, ist großartig, aber wenn ich rein betriebswirtschaftlich drauf gucke, finde ich das schöner, wenn ich eine größere Erfolgsquote habe. Für viele Betriebswirte, die aber so ein bisschen Risiko gar nicht lieben, ist die Frage hier hinten viel wichtiger, nämlich die Chance, keinen Fehlschlag zu erleiden, die ist halt, die ist deutlich besser. Und das ist ein ganz wichtiger Gedanke von Agilität. Leider die neue, die kommt erst wieder, die ist ja bis 2017, da müsste bald wieder eine folgen. Und einen weiteren Blick finde ich auch nochmal spannend, warum vielleicht agil arbeiten, das ist auch in der Umfrage mit drin. Und das ist der Gedanke, einfach auf Projektgrößen gucken. Wie groß sind Projekte? Wie war das Vorgehen und wie erfolgreich sind die bewertet? Und da kann man erstmal sagen, agile Projekte sind halt immer erfolgreicher. Und kleinere Projekte sind immer erfolgreicher als größere Projekte. Und da ist es sogar fast egal, ob ich agil arbeite. Wenn mein Projekt klein genug ist, dann ist das nett, aber von der Erfolgsquote 3% signifikanter, aber halt nicht so groß wie die anderen Lücken, die man hier sieht, die halt viel, viel größer sind. Was noch toll ist an der Studie, was mich freut, als ich mir das erste Mal angeguckt hatte, hatten wir eine Projekterfolgsquote von 34% oder sowas im Schnitt. Die ist hochgegangen. Das heißt, in den 15 Jahren, wir werden besser, Softwareentwicklungsprojekte zu machen und agile Projekte. Und man sagt, okay, ich gucke es mir an, sind ja eh hier, was könnte das sein? Finde ich eine wichtige Frage, wenn man tiefer in Agilität reinguckt, den Projektkontext zu hinterfragen. Also zu bewerten, wie sieht eigentlich mein Umfeld auf, in dem ich, oh, meine Maus ist immer blöd, Projekte bewerte. Und das ist die Stacey-Matrix, vielleicht kennen die einige von Ihnen, den Kollegen. Da gibt es zwei Dimensionen. Das eine ist die Dimension Zielsetzung, also was ist das Ziel meines Projekts? Und die andere Dimension ist, wie setzen wir das Projekt um? Also die ganzen technischen Entscheidungen auf dem Weg, also wie wird am Ende das Ergebnis erreicht? Und von den Dimensionen ist wichtig, große Einigkeit zum Ziel ist unten und wir wissen wenig, wir haben geringe Einigkeit, ist halt weiter oben. Und genauso bei der technischen Umsetzung, wenn wir wissen, was wir tun und klar ist, wie man das Ziel erreicht, dann ist es hier die große Sicherheit. Wenn das unklar ist, ist das hier vorne. Und wofür ist das wichtig, wenn ich den Projektkontext verstehe? Ich kann das dann so ein bisschen in Bereiche einteilen. Hier schön handgemalt, aber ich glaube, es kommt raus. Es gibt den ersten Bereich, es gibt halt einfache Projekte. Da ist, ich habe eine große Sicherheit, ich habe eine große Einigkeit. Ich würde es fast nicht mehr Projekt nennen, weil eigentlich muss man eher was abarbeiten. Die Chance zu scheitern ist da sehr gering. Und dann kommt so die zweite Dimension, ab der wird es dann langsam spannender. Und zwar entweder die Dimension, wo das Was nicht so klar ist, aber ich eine große Sicherheit, wie ich das Ziel erreichen kann. Also Sachen, die komplizierter sind. Zum Beispiel politische Entscheidungen, ja auch Wahlen. Wir haben verschiedene Parteiprogramme, entscheiden dann politisch darüber, was wohl das richtige Ziel ist. Politik selbst, wie die Politik machen können, da ist eine große Sicherheit über die Spielregeln. Man kann das auch andersrum sagen, wenn man hier kompliziert auf der Ecke ist. Wir wollen vielleicht die Umwelt schützen, erneuerbare Energien. Das ist irgendwie klar das Ziel, aber was ist der, also wie setzen wir das um? Was ist der beste Weg? Die technische Umsetzung, das Wie, das ist dann eher eine ideologische Entscheidung. Die Diskussion kennen wir auch zwischen Solar- und Windkraft und so weiter. Was kann man tun? Das kann man im Komplizierten noch ganz gut machen, aber wann es dann wirklich richtig spannend wird, ist dieser ganz große Bereich, der Bereich der Komplexität. Weil komplex heißt ja erstmal, die Sachen bedingen sich gegenseitig. Es ist nicht mehr planbar. Es gibt Überraschungen. Überraschungen per Definition sind Dinge, die ich nicht planen kann. Die passieren halt, auf die ich dann eingehen muss. Und ganz hinten in dieser Stacey-Matrix gibt es das Chaos. Bei genügend Unsicherheit kann ich eigentlich gar nichts mehr richtig entscheiden. Und warum ist dieser Kontext wichtig? Es gibt für jeden Kontext sozusagen den passenden Deckel. Also was sollte ich als Vorgehen wählen? Wie kann ich ein Projekt machen, wenn ich da bin und wofür kann ich mich entscheiden? Und wenn man das hat, kann man sagen, wenn ich immer nur einfache Sachen habe, und das ist ja auch aus dieser Standish-Umfrage rausgekommen, dann brauche ich nicht unbedingt Agilität.
Da kann ich super mit dem Wasserfallmodell, V-Modell arbeiten, was auch immer funktioniert. Sobald ich aber weiter nach oben komme, was ja oft dann auch eine größere Projektdauer nach sich zieht, gibt es Methoden wie zum Beispiel Kanban. Das brilliert eher noch im komplizierten Bereich. Und dann kommt das Scrum als Methode, die ja in vielerlei Munde ist. Ich glaube, jeder hat schon mal Scrum gehört. Das heißt, wer nicht weiß, wie er agil arbeiten soll, dem würde ich immer empfehlen, nehmt Scrum. Die Chance, dass das eine gute Wahl ist zum nicht so klaren Projektkontext, ist sehr groß. Und selbst im Chaos bietet Agilität was, sicherlich Methoden, die nicht so bekannt sind, aber weil es auch mit dem Titel stand, Design Thinking, Lean Startup eher. Es gibt Methoden, mit denen man versuchen kann, Geschäftsmodelle zu beweisen. Da kann man dann ein Business Canvas aufmalen, so heißt das oft, per Design Thinking schnell Ideen entwickeln, die dann wieder beweisen oder falsifizieren am Markt. Und Scrum kommt dazu, um die Ideen halt schnell zu treiben und schnell darauf zu arbeiten, um halt ja, aus dem Chaos eigentlich in die komplexe Welt zu kommen, wo ja dann erst die Produktumsetzung kommt, wo Scrum brilliert. Das ist so diese Umsetzungsfrage. Das heißt, sobald es komplex wird, auf Projektgröße brauche ich Agilität. Schätzungsweise ist Scrum für die meisten das beste Vorgehen. Kanban ist immer einen Blick wert. Scrum reicht nicht, wenn ich in der Chaoswelt bin. Da muss ich noch mehr angucken, um erfolgreich zu werden. Das ist so die eine Sache. Das heißt, agile Methoden sind halt für Komplexität geeignet. Und deswegen finden es wir, glaube ich, auch die meisten von uns spannend, weil wir ja in dieser VUCA-Welt leben. Das C kann man auch einsetzen. Das Akronym funktioniert im Deutschen wie im Englischen. Also dieser Gedanke, wir haben gerade ja viel Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität. Das ist einfach das Marktumfeld, in dem wir arbeiten müssen. Verkürzt würde ich halt immer sagen, das ist halt Komplexität. Und am besten mit Komplexität gehen derzeit agile Methoden um. Und das will ich jetzt genau mit Ihnen beleuchten. Warum ist das so? Warum behauptet der das? Was passiert da genau, warum das da besser läuft? Und deswegen gehe ich mal ein bisschen Geschichte. Ich weiß nicht, wer das von Ihnen kennt. Das Agile Manifest. Das wurde 2001, steht da unten ganz klein, kann man schätzungsweise nicht gut lesen, aufgestellt. Aber warum finde ich das Agile Manifest spannend? 2001, da sind diese ganzen Menschen, die da unten stehen. Wer Softwareentwicklung kennt oder agiles Projektmanagement, das sind so die Größen, die es damals gab. Die haben alle mehrere Bücher geschrieben, haben sich selbst Methoden ausgedacht für erfolgreiches Projektmanagement. Die hatten also 2001 schon 20 bis 30 Jahre Berufserfahrung auf den Buckel und gehörten zu den erfolgreichsten in ihrem Feld. Projekte, Softwareprojekte erfolgreich zu machen. Und die haben sich 2001 getroffen, um sich zu fragen, obwohl wir ja unterschiedliche Methoden haben, die wir vertreten und da irgendwie auch unterschiedliche Tools drin sind, also die Prozesse sich nicht gleichen, ist irgendwas, was wir machen, ähnlich, weil wir sind deutlich erfolgreicher als die damals klassischen Projektmanagement-Methoden. Und die haben sich getroffen und haben versucht, ja, die darunter liegenden Prinzipien zu finden. Was sind die Prinzipien, nach denen wir erfolgreich arbeiten? Und was dann destilliert wurde, ist halt dieses Agile Manifest. Die Seite gibt es halt, wie gesagt, seit 20 Jahren so im Internet. Und was finde ich daran nur wichtig? Wenn man Agilität anguckt, viele glauben ja immer noch, das ist irgendwie was Neues oder was Unerprobtes. Agilität hat jetzt eher so 50 Lebensjahre an Erfahrungswissen drin und da sind viele Projektjahrtausende reingelaufen, wo Menschen versucht haben, Projekte erfolgreich zu machen und alles, was sie gelernt haben, ist immer wieder in die Methoden eingegangen. Und das Agile Manifest ist jetzt fast 20 Jahre alt und ist immer noch, ja, gültig als Grundlage für die heute benutzten agilen Methoden, wo es ja viele gibt. Das heißt, da steckt was Spannendes drin, wenn man das mal auf einer größeren Ebene verstehen will. Und was ich heute am spannendsten finde, weil da wird Agilität meistens, da kann man es am besten verstehen, was der Unterschied ist und was so wichtig ist, ist dieser Satz nämlich: Reagieren auf Veränderung mehr als das Befolgen eines Plans. Das steckt ja in dem Manifest drin und ist ein wichtiger Grundsatz für alle agilen Methoden. Und wenn man da mal tiefer reinguckt, dann gibt es diese großartige Wolkengrafik. Warum sage ich das? Die ist von Ose. Das war das Beratungshaus, wo ich früher war. Und ich finde es immer noch die schönste Grafik, um Agilität zu erklären.
Was man sagen kann, ist, wir haben ein Projekt, hier ist unser Projektbeginn und Plan zum Start. Wir sagen, okay, was wollen wir erreichen? Hier ist unsere geplante Lösung. Wir glauben, das ist das, was wir erreichen wollen. Also wir müssen eine Planung auch beim agilen Projekt zum Start aufstellen. Was machen wir dann? Wie arbeiten wir? Diese blauen Striche von oben nach unten sind Iterationen. Ein ganz wichtiges Tool, was im Agilen viel benutzt wird, in Iterationen arbeiten, also in immer gleichen Zeitabschnitten. Früher monatlich, heute eher so ein 2 Wochen Zeitabschnitt hat sich viel mehr etabliert. Was machen wir? Wir haben ja geplant und sagen, da wollen wir hin. Dann versuchen wir, und das stand auch bei den Zielen teilweise drin, früher messbare Teilergebnisse bekommen. Wir bauen ein Produktinkrement, also ein messbares Teilergebnis. Der Weg ist nicht immer geradlinig. Und zum Iterationsende schauen wir den an und leiten ja neues Wissen ab. Wer schaut sich den an? Die Kunden, die Benutzer. Wir testen das sozusagen. Wichtig ist, das Teilergebnis ist keine Dokumentation. Das ist wirklich was Ausprobierbares. Bei Software vielleicht eine hässliche Webseite, wo kein Layout drauf ist und das meiste fehlt, aber ich kann was anklicken und sehen, wie könnte das funktionieren. Auf dem Wissen passiert dann was ganz Wichtiges. Und da geht es los, dass es anders ist als in vielen klassischen Vorgehensweisen. Wir ändern unseren Plan. Nach dem, was ich hier rausgefunden habe, baue ich ein neues Zielbild auf und sage mir, okay, das scheint nach neuem Wissen die beste neue geplante Lösung zu sein. Und dann starte ich mit dieser neuen Planung, also eine Verbesserung der Planung, eine Erneuerung der Planung, in die nächste Iteration. Und mache wieder das Gleiche. Ich gucke mir das Teilergebnis an und merke, okay, einiges hat gepasst, einiges nicht und stelle eine neue Planung auf. Das nächste, was jetzt passiert, wenn man sich das anguckt, ist die grüne Wolke hier hinten. Die wird immer kleiner. Das ist ein wichtiger Faktor, wie Agilität funktioniert. Zum Start des Projekts gibt es einen großen Entscheidungsspielraum. Da gibt es ziemlich viele Lösungen, die richtig sein können. Es muss in der Wolke sein, dass wir erfolgreich sind, daneben nicht, aber die ist groß. Über den Projektverlauf soll diese Unsicherheit abnehmen. Wir lernen ja aus dem Feedback der Nutzer, der Leute, die sich diese Teilergebnisse angucken, mehr über das echte Ziel. Also das Was bei der Stacey-Matrix nimmt ab. Wir kriegen also immer mehr Klarheit darüber, wo unsere Lösung liegen soll. Das ist das eine, was wichtig ist. Wenn das nicht passiert, arbeiten wir nicht gut. Dann machen wir irgendwas falsch. Und das Zweite, was passiert, wenn man hier hinten guckt, was je länger ich arbeite, je geringer wird auch mein Entscheidungsspielraum. Was soll das heißen? Zum Start beim Projekt kann ich ja quasi jede Entscheidung treffen, mich für Techniken entscheiden. Und umso mehr Entscheidungen ich treffe, umso enger wird der Korridor, in dem ich noch groß umsteuern kann. Und das ist auch eine wichtige Sache, das klar zu haben. Hier scheint irgendeine richtungsweisende Entscheidung gewesen zu sein. Also kann ich nicht mehr gut nach unten abbiegen. Wenn ich jetzt wieder hier runter wollte, weil doch das Ziel hier unten liegt, müsste ich schätzungsweise länger arbeiten und Entscheidungen, die ich getroffen habe, revidieren. Ja, und so läuft das Projekt jetzt durch. Iteration für Iteration für Iteration. Das Ding wird hier immer größer. Wir planen immer wieder neu nach jeder Iteration und haben am Ende eine tatsächliche Lösung. Und was ist jetzt das Wichtigste? Aus agiler Sicht gucke ich auf das Projekt und sage, wir waren erfolgreich. Viele klassische Methoden. Früher war der Gedanke, wir waren nicht erfolgreich, weil den ursprünglichen Plan haben wir ja nicht erreicht. Und das ist das Wichtige, was aus diesem Satz im Manifest war. Reagieren auf Veränderung noch mehr als das Befolgen eines Plans. Wir wissen schon vorher, dass wir in der VUCA-Welt sozusagen leben. Wir wissen also auch schon vorher, dass der Plan Mittel zum Zweck ist, um ein anderes Ergebnis am Ende zu erreichen. Finden das nicht schlimm, sondern umarmen das sozusagen. So läuft dann das Projekt ab und wir kommen hier oben an. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke, um agiles Vorgehen zu verstehen. Und dieser iterative Part. Früher gab es auch Umfragen, iteratives Projektmanagement ist auch im Klassischen unendlich viel erfolgreicher als nicht iteratives Projektmanagement. Was oft noch missverstanden wird, was auch drinsteckt in der Agilität, ist das Inkrementelle, aber ich glaube, es gibt schon ein paar Fragen. Deswegen springe ich mal, bevor ich weiterspringe, zu Christian. Genau, es gibt halt eine Frage, die sich, glaube ich, direkt darauf bezieht. Deswegen dachte ich mir, ich stelle sie mal rein. Bedeutet das, dass man in der Agilität keine Entscheidung korrigiert?
Genau, genau andersrum wäre es. Die Frage ist gut, also wenn man sich das hier anguckt, wir sagen sogar eher, wir planen, ich versuche es nochmal zu sagen, wir planen hier hin zum Start und wissen, dass das, was ich plane, falsch ist. Wir wissen aber auch, ich kann länger planen, lohnt nicht. Ich muss sagen, ich glaube, das ist das richtige Ziel. Dann erzeugen wir unser Zwischenergebnis und korrigieren ja eine Entscheidung. Wir sagen, das Ziel war falsch, wir gehen hier hin. Und was wir halt machen wollen, ist, wir wollen natürlich, also das kann man, wenn ich sage, hier hinten wird der Entscheidungsspielraum kleiner, es wäre natürlich ein großartiges Projekt, wenn ich keine großen Entscheidungen mehr revidieren muss, weil das teuer ist, betriebswirtschaftlich. Weil dann muss ich Sachen wegschmeißen und neu entwickeln. Das heißt, das Ziel ist, ich möchte zum letztmöglichen Moment die bestinformierteste Entscheidung treffen, dass die Chance, dass ich sie revidieren muss, gering ist. Aber natürlich reagieren auf Veränderungen mehr als das Befolgen eines Plans. Wenn ich sie revidieren muss für den Projekterfolg, dann tue ich das. Das liegt mit drin. Das heißt, ich will das immer wieder hinterfragen. Genau, und Ich dann hoffe, das als hilft. Abschlussfrage jetzt, ist das Ergebnis damit das optimalste Ergebnis? Oh, das bräuchte ich ein bisschen mehr Klarheit, was das heißt. Also ich glaube, Das, es ist vom gleichen Fragesteller, es schließt sozusagen direkt darauf an der also, Frage. was ich immer sagen würde, ist, das heißt, das Optimalste, also das optimale Ergebnis im Projekt ist ja das, was irgendwo im Projektdreieck bleibt, dass am Ende die Nutzer sagen, die Lösung ist das, was uns zufriedenstellt. Deswegen würde ich sagen, optimal stimmt nicht, weil eins, die Prinzipien, da sind noch 12 Prinzipien im Agilen Manifest, und ein Prinzip ist halt nicht, dass wir wollen die nicht getane Arbeit maximieren. Ich würde das immer anders sagen. Viele kennen das Pareto-Prinzip. Und das Pareto-Prinzip ist ja das, wo man sagt, ich will mit 20% des Aufwands 80% des Nutzen hebens. Und das verstehe ich optimale Entscheidung vielleicht nicht ganz. Das Ziel ist halt nicht, dass wir das Allerbeste machen. Wir wollen halt das Projekt mit möglichst wenig Zeiteinsatz und Aufwand erfolgreich machen. Und das ist dann optimal. Das heißt nicht, dass wir goldene Wasserhähne bauen. Das ist ganz wichtig. Das optimale Ergebnis ist das, was das Problem löst. Daher zu gucken. Und das mit dem geringsten Aufwand. Ich weiß nicht, ob das hilft, sonst müssen wir da später nochmal reingucken. Genau, das ist erstmal so der Ablauf darüber. Dann gibt es noch was anderes, wo es immer wieder bei agilen Vorgehen Missverständnisse gibt. Und das finde ich am schönsten über das Mona Lisa-Bild. Was ist inkrementelles Arbeiten? Und es gibt so den Gedanken, da war mal so ein Maler, der hat sich vorgestellt, ich will ein Bild malen. Und man kann sich jetzt fragen, hat er das Bild vor dem inneren Auge gesehen und es dann so gemalt, so in einzelnen Schritten, so quasi wie so ein Drucker, reingepuzzelt? Oder hat er es vielleicht so gemalt? Ich hätte gerne ein Bild von einer Frau draußen. Und dann hat er angefangen zu skizzieren und hat vielleicht auch unterschiedliche Posen skizziert und hat gemerkt, die funktioniert nicht, also mache ich die andere. Hat mit unterschiedlichen Farben experimentiert und hat dann, immer wenn er sich entschieden hat, weitergemalt, aber immer das gesamte Bild. Und das kann man auch mitnehmen für iteratives Arbeiten. Iteratives Arbeiten hilft nicht viel, wenn ich pro Schritt ein Teil komplett fertig mache. Passt vielleicht auch noch zu dieser Frage von, wir wollen Entscheidungen nicht revidieren. Wenn ich so arbeite, aber nach dieser Skizze hier malen würde, dann kommt schätzungsweise raus, dass ich ziemlich viel wegschmeißen muss. Wann merke ich das? Vielleicht hier, vielleicht hier. Dann muss ich ziemlich viel wieder neu malen, komplett, weil ich ja zu tief, zu weit gearbeitet habe. Und das ist ein anderer wichtiger Gedanke, wenn man diese Zwischenergebnisse sieht. Wir möchten gerne das optimale Ergebnis über mehrere Iterationen entwickeln, dass wir auf einer Skizze Feedback bekommen können und nicht auf dem Bild sagen müssen, das ist einfach schlecht, das Bild. Das ist der zweite Kniff. Und wenn man iterativ und inkrementell vorgeht, hat man die größte Chance, möglichst wenig wegzuschmeißen und umzusteuern und den besten Projekterfolg zu haben. Das ist also eine ganz wichtige Sache im agilen Arbeiten. Und dann, wenn man das vor Augen hat und sagt, okay, so funktionieren die meisten Methoden. Die arbeiten iterativ, inkrementell und Pläne werden ständig neu gemacht. Dann gibt es ziemlich viele Methoden. Das ist schon wieder eine ziemlich alte Grafik, habe ich irgendwann mal im Netz gefunden, fand ich ganz witzig, weil da schon mal 40 Methoden draufstehen. Schätzungsweise haben wir noch mehr. Agile Rahmenwerke
gibt es halt wie Sand am Meer heutzutage, weil die auch schon ziemlich alt sind. Und in die meisten dieser Rahmenwerke sind halt wirklich Projektjahrtausende reingegangen und immer wieder wurden sie überarbeitet. Das bekannteste ist sicherlich hier oben Scrum, wo am meisten Arbeit auch drinsteht. Der letzte Scrum Guide ist 2017 rausgekommen. Das heißt, das Regelwerk oder der Gedanke, wie man Scrum arbeitet, entwickelt sich auch immer noch weiter. Ich habe vor 15 Jahren auch schon Scrum eingeführt. Das war halt ein Scrum Guide, der dann von, keine Ahnung, 2003 war oder sowas. Wenn man sich das also klar macht, dass hinter jedem dieser Regelwerke ziemlich viele Jahre an Erfahrung und Rückmeldung steht, kann man vielleicht besser verstehen, warum die simpel wirken. Wenn man sich nämlich so eine agile Methode anguckt, sagt jeder, verstehe ich sofort, ist ja klar. Das, was aber simpel in den Methoden ist, das basiert oft auf einer ziemlich langen Evolution, von ja, Erfahrung sammeln und die Sachen wieder verbessern. Und viele agile Implementierungen scheitern, weil die Leute sich irgendeine Methode rausgreifen, gerne Scrum. Und ja, sie erstmal nur als Tool begreifen, also nur ein Tool einführen und nicht an der Kultur arbeiten, da gucken wir gleich drauf. Und keinen Experten an Bord haben oder keine Expertin und sie deswegen ohne Wissen anpassen. Wir nehmen Scrum und schmeißen halt die Iterationen raus, weil wir haben jetzt mehrfach eine Iteration nicht geschafft, klassisch. Also hören wir auf, in Iterationen zu arbeiten, ohne zu verstehen, was der Schaden ist. Das heißt, man muss nicht nur eine agile Methode sich auswählen, sondern muss auch wirklich ein tieferes Verständnis haben oder jemanden haben, der es einem bringt, wie die angewendet wird und was wirklich der Nutzen an diesen ganzen simplen Sachen ist. Und welche man wählt, ist, naja, sicherlich nicht ganz egal, aber es gibt halt viele. Und am Ende werden die alle durch das Gleiche hier zusammengehalten. Und weil bei Agilität kommt oft eine Frage auf, die habe ich in allen Firmen, in denen ich gearbeitet habe, gehört, nämlich ist Agilität nicht Chaos? Ganz oft wird gesagt, ja, wenn man Pläne umschmeißen kann, sehen viele auch Agilität so, dass man nicht mehr plant. Und das will ich nochmal nur klar machen, weil das ist das häufigste Missverständnis, was mir begegnet ist. Das hier sind Wertepaare. Reagieren auf Veränderung ist sogar noch wichtiger als das Befolgen eines Plans. Da ist so ein Zusatz, den lesen die meisten nicht gerne. Wir die Werte auf der rechten Seite sind wir wichtig und das links schätzen wir höher ein. Und das kann man jetzt wieder gut mit der Wolkengrafik verstehen. Wenn ich sehe aus der Rückmeldung der Kunden, dass mein Plan falsch ist und es einen besseren Plan ist, dann ist das halt wichtiger, auf diese neuen Eingaben zu reagieren, als den Plan stumpf abzuarbeiten. Deswegen planen wir ziemlich viel in Agilität. Die meisten, wenn ich Agilität eingeführt haben, haben gesagt, ich hätte nie gedacht, dass wir so viel planen müssen. Ich glaube auch immer noch, dass die Projektplanungszeit früher wirklich klassisches Front-up-Planung und agil, dass die gleiche Zeit rauskommt. Der Unterschied ist, im Agilen ziehen wir die Planungszeit über die gesamte Projektdauer, weil wir die ganze Zeit nachschärfen. Wir planen einfach geschickter, könnte man auch sagen, aber wir tun es noch. Und das Zweite, warum es oft scheitert, ist, das habe ich vielleicht einmal ganz kurz gesagt, ist das Wort Kultur. Weil da geht auch schnell was durcheinander, weil Leute immer wieder sagen, okay, agil arbeiten geht ja nicht. Wir haben ja ein gemeinsames Ziel, also diese gemeinsame Ausrichtung. Leute können doch nicht dann autonom sein. Und in der agilen Methode ist da immer so viel Freiheit des Handelns. Und das ist wichtig zu verstehen, dass Ausrichtung, also ein Ziel verfolgen und Autonomie im Arbeiten nicht widersprüchlich sind, sondern eigentlich sich gut ergänzen können. Und diese gemeinsame Ausrichtung ist ja unser Zielbild in der Wolkengrafik oder auch diese Ausrichtung in der Stacy-Matrix. Und Autonomie ist jetzt, wie dürfen Menschen Entscheidungen treffen? Also was Kulturelles. Und wenn man mal schnell durchguckt, gibt es halt hier auch wieder eine schwache gemeinsame Ausrichtung, eine geringe Autonomie. Wie fühlt sich das an? Wir sind in einer Welt von Mikromanagement und haben oft eine unklare, undifferenzierte Kultur. Was viele vielleicht erlebt haben, wenn sie mal in klassischeren Projekten unterwegs waren, ist, wir haben eine starke Ausrichtung, wenig Autonomie.
dann kann man erstmal sagen, wir haben eine autoritative Organisationsform. Es gibt da klare Vorgaben. Die Kultur ist angepasst, weil wir machen, was das ist. Was sagt der Chef? Wir müssen über den Fluss, baut eine Brücke. Punkt. Da gibt es keine Frage nach Booten, da wird eine Brücke gebaut. Und viele glauben halt, wenn ich die Ausrichtung habe, muss ich auch autoritär sein. Mal auf die rechte Seite gucken. Es gibt halt auch hohe Autonomie, weil das wird oft verstanden als Gegensatz, und eine schwache Ausrichtung. Oft kann man sagen, das sind unternehmerische Kulturen. Die sind chaotisch, weil wir alle versuchen, das Beste zu machen, aber es geht halt nicht viel zusammen. Wir arbeiten alle in irgendeine Richtung. Der schönste Ausspruch vom Chef wäre da, eher in Gedanken: Hoffentlich arbeitet irgendwer am Flussproblem. Ich darf das ja nicht sagen. Wir laufen in verschiedene Richtungen. Das kann es halt auch nicht sein. Das heißt, es muss hier oben was geben, wo einfach anders gearbeitet wird. Es gibt das Problem, wir müssen über den Fluss, aber es gibt auch die Autonomie, findet heraus, wie. Ob es eine Brücke braucht oder einen Floß oder ein Boot, das müsst ihr rausfinden. Das heißt, wir kriegen eine innovative Kultur hin, weil die Menschen ihr Wissen und Können einbringen können, weil sie das herausfinden. Und es wird kooperativ, weil man gemeinsam an der Problemlösung ist. Also wichtig ist, das hier ist nicht Agilität, das ist Chaos. Das hier oben ist Agilität. Und um die zu erreichen, gibt es eine ganz wichtige Sache mit Menschenbildern, die nämlich eine Grundlage sind, um gut arbeiten zu können. Und da sage ich immer, es gibt, vielleicht kennen das einige von Douglas McGregor, Theorie X und Theorie Y. Und weil das so witzig ist, haben wir dazu eine Umfrage, eine kleine, die aus zwei Bereichen besteht. Die erste Frage ist, ich muss die mal suchen, wenn man sich Theorie X und Theorie Y anguckt, können Sie lesen, ist das eine Schublade, was ich glaube, wie andere Menschen funktionieren? Und bei Theorie X glaube ich, wenn es um Arbeit zum Beispiel geht, Menschen sagen, Arbeit macht keinen Spaß, die wollen nicht arbeiten. Verantwortung vermeiden die, die müssen halt überwacht werden und brauchen Anreize, um überhaupt Verantwortung zu gehen. Motivation entsteht in der Regel durch Geld oder durch Angst. Und kreativ sind Leute nicht. Das ist echt eine seltene Gabe. Kreativität ist nicht menschlich. Außer sie sollen Regeln umgehen. Kreative sind ganz selten. Das ist eine Art, wie ich Menschen einordnen kann. Und die andere ist halt die Theorie Y, hat Douglas McGregor gesagt. Da sage ich, wie gucken Menschen auf Arbeit? Die glauben, Arbeit ist Teil des Lebens. Das ist so natürlich wie Schlafen oder Spielen, das gehört halt dazu. Verantwortung wird akzeptiert und aktiv übernommen, wenn der Rahmen stimmt. Machen die gerne. Menschen sind aus sich heraus motiviert, wenn das Ziel klar ist, akzeptiert wird und sie ihr Potenzial entfalten können. Und jeder ist eigentlich kreativ. Leider wird Kreativität selten genutzt und ausgeschöpft. Und das sind einfach zwei Bilder, wie man auf Menschen gucken kann. Und meine erste Frage an Sie wäre, ich mache mal die Umfrage auf. Da muss ich da einklicken. Ich glaube, die ist das, genau. Wenn Sie mal eine Einschätzung machen, wie viele Menschen in Ihrem Arbeitsumfeld, in den Firmen, in die Sie unterwegs sind oder waren, sind in Ihren Augen X? Also X ist halt, wenn da 90 steht, dann wäre das 90% Xer, wenn da 10 steht, sind das 10% Xer. Und wie viele Y gibt es? Also die Frage ist, wie groß ist der X-Anteil in Ihrem Arbeitserleben gewesen? Einfach die Kolleginnen und Kollegen, die Sie kennen. Und als erste Einschätzung reicht das erstmal. Ich beende das mal und ihr könnt drauf gucken. Christian, du sagst mir Bescheid, falls das nicht gesehen wird, ne? Das heißt, was kann man sagen? Also mehr als 50% meiner Kolleginnen und Kollegen sind halt eher so X-Leute. Und die größte Abstimmungsgröße war 70%. So viele sind das. Und bevor ich das ganz auswerte, gibt es noch eine zweite Frage für Sie. Haben Sie im Kopf diese 70%? Und jetzt ist die Selbsteinschätzung dran. Wie sehen Sie sich selbst? Was ist das, was Sie motiviert? Wie funktionieren Sie selbst? X oder Y? Das geht auf jeden Fall schneller, sind ja nur zwei Werte. Sind schon bei 70%. Großartig.
So, ich höre mal auf, das reicht schon. Sie werden die Ergebnisse lieben, wenn Sie die sehen. Dann ist ja jetzt die spannende Frage, was das Problem ist. Also wir hatten gerade eine Einschätzung von uns allen, ich kenne die auch, das ist das Gemeine, dass mehr als 50% meiner Kolleginnen und Kollegen ja alles Xer sind. Jetzt kann man sagen, wir sind hier eine illustre Runde, wir interessieren uns für Agilität, deswegen sind wir alle anders. Aber die Selbsteinschätzung von uns ist, wir sind 100% Y. Und das ist natürlich ein Problem. Schätzungsweise ist die Umfrage überall gleich. Wenn man das in einer Runde mit 100 Leuten macht, hat man auch manchmal ein, zwei Leute, die sich als Xer einschätzen. Das sind die wenigsten. Und mit dem im Hinterkopf, jetzt läuft mir noch die Zeit davon, will ich gucken, warum ist dieses Menschenbild so wichtig, dass wir glauben, dass viele sind halt eher Xer, aber alle sagen selbst, da ticken sie. Aber was ist daran wichtig? Menschenbilder, also wie wir auf Menschen gucken, in welche Schublade wir die gucken, das prägt sehr, sehr stark die Kultur der Organisation. Und in Agilität brauchen wir ein ganz bestimmtes Menschenbild. Und dann ist klar, dass das nicht X ist, aber lassen Sie uns einmal angucken, ups, das ist eins zu weit, wie das Menschenbild X funktioniert. Wir sagen, das ist ja die Einschätzung, wenn es kurz sagt, Menschen sind halt schwierig und unsicher. Die reagieren nur auf Druck, Vorgabe und Belohnung. Was passiert jetzt? Vielleicht habt ihr das alle schon mal erlebt vom Chef, Kollege, Kollegin, die halt irgendwie das machen konnten. Wenn ich Initiative ergreife und das falsch war, kriege ich Ärger. Und dann habe ich einmal einen auf den Deckel gekriegt, die blutige Nase reicht, ich mache also mehr passives Verhalten. Wenn nicht klar gesagt ist, dass ich das soll, mache ich es lieber nicht. Ich sehe zwar, da liegt was, aber oh, lieber mal vorsichtig sein und Nein sagen. Ne? Einfach mal Augen zu und vorbeilaufen. Was passiert jetzt, wenn ich Chef für das Ganze bin? Ich regel doch schon so viel und die anderen Sachen machen die Leute nicht. Hey, die brauchen doch alle noch viel mehr Vorgaben. Und was glaube ich als Chef? Natürlich, Menschen sind halt schwierig und unsicher. Durch die Art, wie ich die Firma baue, komme ich in so einen Teufelskreis, in eine Spirale, die mich immer mehr Vorgaben machen lässt. Und diese mehr Vorgaben bestätigen mir, dass Menschen Xer sind, sozusagen, dass die in dieser Schublade leben. Es gibt auch eine andere Spirale. Und das ist die Spirale, wo wir sagen, Menschen sind halt motiviert und vielseitig, also Y. Ne? Was ist denn die Ableitung, wenn ich so auf Menschen gucke? Dann glaube ich, dass ich ihnen Handlungsspielraum gewähren muss. Ich muss also schaffen, dass Menschen ja, frei entscheiden können, Kreativität haben können. Denken Sie ja nochmal an Ausrichtung und Autonomie. Ich muss Ihnen eigentlich Autonomie geben, dass wir in diese kreative, kooperative Kultur kommen. Wenn ich diesen Spielraum setze, was sehr schwierig ist, die richtigen Leitplanken ist ein Thema, können wir gleich noch diskutieren, aber wenn ich das gut setze, dann engagieren sich Menschen, weil da Freiräume sind und das erwünscht ist. Was ist die Folge, die ich sehe? Ich sehe Initiative und Verantwortungsbewusstsein. Und was passiert dann? Ich glaube, Menschen sind motiviert und vielseitig. Ich bin in der positiven Spirale drin. Umso mehr ich eine Firma oder eine Kultur baue, in der Menschen sich entfalten können, umso mehr tun sie das und umso mehr können sie ihre Kreativität und Stärken auch wirklich einbringen. Und das Problem ist, Agilität braucht Menschenbild Y. Wenn ich Agilität mit meinem Blick, Ihrem Blick, unserem Blick dummerweise starte, dass das nicht klappen kann, weil ich hier bin, dann ist es schon zum Scheitern verurteilt, bevor ich überhaupt gestartet habe. Also eine sehr wichtige Sache. Man muss also eher gucken, wie schaffe ich es, den richtigen Handlungsspielraum zu setzen, dass die Agilität nicht scheitert. Und das ist erstmal das, wo ich sagen würde, das ist so das Wichtige zur Agilität, dieses iterativ-inkrementelle Vorgehen und diese Kulturfragen. Und deswegen würde ich erstmal, um dann eher in eine Diskussion einzusteigen, zum Fazit kommen. Was ist eigentlich das, was Agilität ausmacht? Agilität ist erstmal auf jeden Fall mehr als ein Prozess, das ist auch eine Kultur. Was sollte ich tun? Es wäre nützlich, meinen Projektkontext zu bewerten und herausforderungsspezifisch zu gucken, was könnte hier die richtige Methode sein. Es gibt leider sehr viele, vielleicht muss ich mich beraten lassen. Wer keine Ahnung hat, nimmt Scrum oder Kanban, den Rest muss man sich nicht anschauen. Wer ganz neue Produkte baut, der ist wohl eher in Lean Startup unterwegs. Dann wichtig, ja, agil ist eh immer erfolgreicher und Iterationen sind auch immer erfolgreicher als keine Iteration. Also wählen Sie eine Methode, die iterativ ist. Und frühes Scheitern
Habe ich leider als selbst als Projektverantwortlicher erlebt. Das wird nicht gern gesehen, aber wenn ich hier bin und sagen kann nur noch, das Projekt kann nicht mehr in den Rahmen, den wir haben, erfolgreich werden. Das wird teurer, dauert länger oder irgendwas funktioniert nicht. Dann habe ich jetzt einen ganz tollen Moment. Ich kann mich in diesem Moment dazu entscheiden, das Projekt abzubrechen, nach 30% der Zeit und nicht 70% gutes Geld dem Schlechten hinterherzuschmeißen. Oder ich kann mich entscheiden, das Projekt neu aufzustellen, vielleicht mit mehr Geld, mehr Zeit, anderen Features, um es dann erfolgreich zu machen. Viele sagen, das ist ja schrecklich, jetzt bin ich gescheitert. Es ist aber aus betriebswirtschaftlicher Sicht viel großartiger, nach 30% der Zeit zu scheitern, 70% des Geldes zu sparen und eine neue Lösung mit dem Geld zu finden, weil ein Problem ist ja trotzdem noch da, als nach 80, 90, 100% der Zeit erst zu merken, dass das, was ich gemacht habe, nicht gut war. Unbedingt iterativ vorgehen und immer wieder fragen, sind wir auf dem richtigen Weg? Es gibt bewährte Methoden, nicht Tausende, aber so viele, dass man sie gar nicht mehr aufzählen kann, weil das nicht mal alle sind. Bewährt heißt, da liegen man ja Tausende drin. Das ist nichts Esoterisches mehr. Das ist auch nichts, was in einem Elfenbeinturm groß geworden ist. Das ist wirklich Praxiserfahrung, die immer wieder die Methoden weiterentwickelt hat. Viele scheitern aber bei der Einführung, weil sie ohne Experten einführen. Man braucht irgendwelche Menschen, die das gemacht haben und können. Führen Sie Agilität nicht selbst ein. Ich durfte das mal in der ersten Firma. Für mich großartige Lernerfahrung. Wir haben aber nicht 2 Jahre Zeit verschwendet, aber schon viel Geld in den Sand gesetzt, weil wir jedes Fettnäpfchen mitgenommen haben, was jeder, der davon ein bisschen mehr Ahnung gehabt hätte, verhindern hätte können. Deswegen machen Sie es nicht alleine und gerade passen Sie es nicht an, wenn Sie nicht wissen, was Sie tun. Und das Letzte, was gerne vergessen wird, wenn wir sehr BWL-lastig drauf gucken, nur der Prozess hilft nicht. Agilität sind eigentlich eine Prinzipien für die Zusammenarbeit. Gucken Sie sich das mal Agile Manifest an. Und Agilität braucht eine Kultur. Und das ist eine Y-Kultur. Und die Umfrage hat ja schon ganz schön gezeigt, wir können Menschen nur vor den Kopf gucken. Selbst schätzen Sie sich mehr als Y ein. Das heißt, wir könnten mit den richtigen gebauten Rahmenbedingungen es schaffen, dass die Leute ihre Kreativität zeigen können und dass wir hier oben in der Ecke landen, bei einer hohen gemeinsamen Ausrichtung und einer sehr innovativen Kultur. Und für die, die vielleicht sagen, ich weiß gar nicht, Agilität oder nicht, wollen wir sagen, es gibt noch eine einzige Sache, wenn Sie nur eins mitnehmen, dann wäre das für mich immer dieses Ding. Kleinere Projekte sind immer erfolgreicher als größere, egal ob ich agil arbeite oder im Wasserfall. Denken Sie nochmal an die Grafik, das wird sich auch nie mehr ändern. Das Klügste, was wir in Agilität schon gelernt haben, ist ja, wir machen in Iterationen und wir machen eigentlich immer kleinere Projekte. Um erfolgreich zu sein, sind kleinere Projekte schon mal eine ganz großartige Sache. Das wäre erstmal der Lauf dadurch und ich muss nochmal schauen. Vielleicht bevor wir, sollen wir erst ein paar Fragen machen, Christian, noch die Frage, wo es hingeht. Ja, ich Die habe auch Frage gerade nach überlegt, Beginn. was da am besten wäre. Vielleicht gebe ich mal noch ein, zwei Statements, die wir hier drin haben. Genau, ich kann nämlich lesen. Ein, zwei User haben hier schon auch ein paar Statements gesetzt, nicht nur Fragen. Zum Beispiel, dass man selbst keine Angst haben soll vor diesem Manifest, sondern es einfach für sich übernimmt und versucht, mit eigenen Vokabeln den agilen Ansatz den Mitarbeitern zu beschreiben. Also nicht so starr drauf zu schauen, sondern versuchen, wie kann ich das Ganze dementsprechend irgendwie transferieren, damit unsere Mitarbeiter das im Unternehmen auch mitkriegen. Ganz, ganz viel kamen Statements rein. Erstmal zu dem Vortrag, dass er großartig ist. Dafür auch schon mal vielen, vielen Dank, Lars, bis hierhin. Und natürlich auch, dass der agile Ansatz auf jeden Fall mal ausprobiert werden muss. Also man muss sich natürlich auch rantasten und nicht nur immer drüber reden, sondern das auch wirklich dann sozusagen hinüberbringen. Und ich überlege jetzt auch, ob es vielleicht Sinn macht, dass wir jetzt nochmal kurz auf die Frage eingehen und dann die weiteren Fragen aufnehmen, die Genau, ich Umfrage. könnte, also eine sehe ich noch. Gibt es also große Projekte, für die agile Methoden nicht sinnvoll sind? Ich würde sagen, ja, aber man muss sich Agilität nochmal angucken. Also wenn zum Beispiel der Hochhausbau klar ist, ich würde auch sagen, dass da iterativ inkrementell vorgegangen wird und auch in Teilen agil, ne? Wenn wir ein großes Hochhaus bauen, die große Statik und alles muss stehen. Aber was oft nicht steht, ist der Raumausbau. Und die Innenarchitektur und die Beleuchtung steht auch noch nicht. Also auch da wird wieder in verschiedenen Schritten vorgegangen. Was aber wichtig ist, man
Ja, da muss man das Lösungsset erreichen. Und im produzierenden Gewerbe würde ich eher Richtung auch manchen Kanban-Methoden und anderen Sachen gucken. Da gibt es noch viel mehr von Toyota, wo man drauf gucken kann. Da sind wir besser geworden. Aber am Ende müssen diese Menschen auch viel mit Überraschungen umgehen. Agilität habe ich eher in der Wissensarbeit erfahren, wo wir noch fernab der Qualität sind, die technische Produktion hat, also Autos, Computer, auch Häuser. Aber wir kennen das auch alle. Ich bin eingezogen, ich weiß nicht, ich habe jetzt keine Umfrage dafür. Wir hatten einen Baumangel. Das heißt, so geil ist so ein Bau auch nicht. Da kommen auch oft Mängel raus und Probleme, weil das so leicht auch nicht ist. Und bei uns war auch in der Agilität, also im Bauen, viele Sachen haben sich während des Baus noch verändert. Die haben schon die Gründung gemacht und der Innenausbau wurde noch verändert. Räume wurden umgeschnitten und Bäder auch. Das heißt, es gibt vielleicht weniger Agilität, wenn man physische Dinge baut, aber es gibt da auch Entscheidungsspielräume, über die man inkrementell entscheiden kann. Auch wenn die das vielleicht so nicht nennen. Ich weiß nicht, ob das da hilft, Richtung Genau, wenn wir Industrie. gerade bei der Frage sind, vielleicht können wir darauf auch eingehen, was fördert den Weg zur Kultur Y? Hast du da Erfahrungen, auf die du zurückgreifen kannst? Ja, das ist ja das, was, also jetzt bin ich ja bei Hypoport. Haben wir das uns überhaupt angeguckt? Das Erste, was wir gesagt haben, ist, wir wollten auf der ganzen Firma eher zu einer mehr selbstorganisierten, eigenverantwortlichen Kultur. Was auf jeden Fall wichtig ist, das waren die Handlungsspielräume. Was nicht funktioniert, weil das ist das, was die ersten Leute denken. Sie sagen, ich habe Handlungsspielräume verstanden als Chefin oder Chef. Und was sie dann tun, ist nicht mehr führen oder weggehen. Es ist nicht, dass diese Selbstüberlassung Mitarbeiter, die viel Rahmen vorher hatten, die sind schnell überfordert und das ist natürlich so, weil sie es nicht anders kennen, wenn sie auf einmal alles selbst sollen. Das heißt, man braucht diese, ja, dann können wir schnell, früher im Agilen hieß das Servant Leadership Kultur, also der Gedanke, dass ich als Führungskraft für den Erfolg meiner Mitarbeiter verantwortlich bin. Ich diene ihnen in ihrem Erfolg. Das heißt, ich versuche das zu tun, dass die sich entfalten können und frag wirklich. Einerseits klares Feedback, dass Dinge blöd sind. Also wenn schlechte Ergebnisse da sind, sind es schlechte Ergebnisse. Das müssen wir nicht schönreden. Die Frage ist, ob ich sage, du lieber Mitarbeiter hast falsch gearbeitet oder ob ich erstmal den Rahmen verantwortlich mache und sage, boah, ich nehme jetzt Christian, weil ich brauche immer einen Namen. Ey, Christian, das war total kacke. Lass uns gemeinsam herausfinden, wie wir so einen Mist produzieren können, weil ich gehe davon aus, du hast das Beste gemacht, was du konntest. Was haben wir in dem Grundrahmen, in den Absprachen, also in dem Arbeitsrahmen falsch gemacht, dass das passieren konnte? Was hättest du gebraucht, dass das Ergebnis, wenn wir das gemeinsam verstanden haben, rausgekommen ist? Und dann fixen wir den Rahmen, also unser System der Firma und nicht Christian. Also wir blamen nicht mehr. Wenn Leute keine psychologische Sicherheit empfinden, und das ist schwer herzustellen, aber also die brauchen psychologische Sicherheit, um sich entfalten zu können, sonst fragen sie immer nach Erlaubnis und trauen sich nicht, Räume auszunutzen. Und da hat man ganz viele kulturelle Themen, aber das Erste wäre erstmal der alte Spruch, hart in der Sache und weich zum Menschen. Und das ist wirklich eine riesige Führungsaufgabe und wirklich eine gemeinsame Führungskräfteaufgabe. Wie wollen wir mit den Mitarbeitern umgehen? Da kann ich schätzungsweise auch mindestens einen Vortrag zu machen, weil das haben wir auch viel in unserer Firma gemacht und angeguckt. Da gibt es, das ist echt schwer. Aber ich glaube, diesen positive Menschenblick, wenn man erstmal Leute haut, das bleibt lange in der Kultur drin. Das darf nicht passieren. Also öffentliches Blaming und sowas, das ist tödlich. Da kriegt man Kultur lange mit kaputt. Ja, kann ich mir vorstellen. Eine weitere Frage ist reingekommen, und zwar, kleinere Projekte klingt gut, aber häufig gibt es ja auch große Projekte einfach, die man hat, zum Beispiel eine ERP-Einführung oder eine SAP-Einführung, Salesforce, was auch immer. Ja, leider. Und da, die erfordern ja scheinbar das Gegenteil. Scheitern diese Projekte deshalb häufig an Zeit und Kosten? Oder gibt es dafür Alternativen, wie man damit umgehen kann? Also ich glaube halt, man sollte da gerade versuchen, wirklich zu gucken, und das ist ja die Kunst der agilen Planung, zu gucken, wie kann ich dieses Projekt agil aufbauen. Also wie kriege ich das hin? Ich habe ja, glaube ich, noch den, teile ich die Folie noch schätzungsweise. Waren viel zu viele, ne? Da. Auch hier, ein ERP-System muss ja nicht das sein. Wie kann ich jetzt wieder mich fragen, Pareto-mäßig, im ERP-System, wo ist der größte Nutzen drin, wenn ich Sachen verwalte?
Welche Ressourcen kriege ich mit 20% des Einsatzes, 80% des Nutzens hin? Zum Beispiel die Standardprozesse. Wie kriege ich die rein und kann daneben was machen, um schnell vielleicht auch einen Live-Gang in Teilen zu haben, also Teilmigration. Nicht gleich sagen, wir haben unser altes ERP-System, wir haben unser neues. Ups, hinten dann Big Bang. Hier steigen wir um, das klappt eh nicht. Sondern wie schaffe ich es, einen Parallelbetrieb zu machen, Sachen zu übergeben und vielleicht schon Werte zu heben, bevor das Projekt fertig ist? Und auch wirklich wieder jeden einzelnen Bereich. Und das war jetzt gerade, also einerseits da so zu arbeiten und das, was ich ja sagte, war dann das hier zu gucken, 80-20, ich habe nicht die Sonderfälle drin, aber mit der Mona Lisa habe ich schon mal ein bisschen was geschafft und heb schon mal was und kann wieder Feedback sammeln. Muss ich eigentlich das Bild perfekt ausmalen im ERP-System oder reicht mir für manche Teilprozesse das hier? Da habe ich genug Geld gespart, wenn das Projekt wegfliegt und andere Teilbereiche, die sehr wichtig sind, die male ich bis zum Ende aus. Jetzt müsste man also eigentlich ein fertig gemaltes Bild und ein nicht fertig gemaltes Bild haben. Und damit steuere ich dann, bin ich in meinem Kostenrahmen besser unterwegs, dass ich für nicht so wichtige Bereiche sage, ich spare hier die Zeit, die woanders halt verloren gegangen ist. Das kann helfen. Es ist halt voll blöde, das kann man hier oben sehen, wenn das das Wichtigste ist, was ich brauche, aber ich nur den Rest gemalt habe. Dann wäre das Bild halt deutlich besser gewesen, dann funktioniert hier auch was und ich kann ja auch hier später wieder sagen, ich mache erstmal hier die Details rein. Also ich muss immer wieder die gleichen Methoden anwenden und manche Projekte kriege ich nicht unendlich klein geschnitten. Aber es ist immer die Frage, wie esse ich einen Elefanten? Bissen für Bissen. Auch da muss ich mich fragen, wie viele Projekte sind drin, selbst wenn ich, also ist es eher ein riesigen Projektportfolio, was ich machen muss und kann da Einzelprojekte rausschneiden. Ich glaube, da geht mehr, als wir alle glauben. Aber da bin ich auch kein Experte. Unsere Projekte waren glücklicherweise ein bisschen kleiner, in denen ich immer unterwegs war. Da waren das drei Teams und eigene Softwareentwicklung. Eine Drei, Frage, Teams. die auf was Ähnliches abzielt, wahrscheinlich eine ähnliche Erklärung da von dir auch. Projekte sind oftmals budgetiert. Wenn Parameter später entschieden werden, wie kann man da am besten das Budget einhalten? Genau, was man immer gesagt hat, das war immer in den Projektmanagement-Schulungen so, wenn man immer das eiserne Dreieck und das eiserne Dreieck ist Umfang, Kosten und Zeit. Und das, was ich maximal festlegen kann, sind zwei dieser Dimensionen. Weil sonst habe ich keinen Spielraum, sonst sage ich halt, leg drei Sachen fest und dann ist es halt oft ja Visual Thinking. Also ich glaube, dass das mich rettet, obwohl, also es geht halt nicht in dem Geldbetrag. Das heißt, es wird ja immer eine Dimension muss frei sein. Das ist ja das, was wir mit der Planung versuchen. Und ich glaube immer, dass es gar nicht stimmt, dass es komplett fix ist. Oft kann man schon mal in Korridoren denken. Muss wirklich das Release-Datum der 1. Dezember sein? Oder kann das Q4 sein? Und wenn man noch weiter, also da hat man schon mal einen Puffer drin. Das Gleiche kann man beim Funktionsumfang sehen. Must-Features müssen drin sein, sonst ist es ein Fehlschlag. Should und can. Wenn mein Projekt langsamer wird, dann schmeiße ich als erstes Kann-Features raus. Die kommen eh nie, ist schon mal kleiner Planung fast nicht. Dann schmeiße ich die ich gerne hätte, raus, habe aber immer noch nicht verloren und kann auch einen Puffer aufbrauchen, bis ich bei den Must-Features bin, wo dann wirklich die Projektniederlage kommt. Also auch da kann man, wenn man sich agile Methoden anguckt, sich fragen, ist nicht eigentlich ein bisschen mehr Puffer drin, als ich glaube? Und ansonsten, ich kann mich an einer Dimension abarbeiten und um die dann planen. Meistens, witzigerweise, wollen wir in Agilität über den Umfang puffern und nicht über die Zeit. Wir wollen gerne ein Datum einhalten und in der Zeit das halt liefern mit diesem Feature-Puffer, was halt noch einen Erfolg liefert. Also lieber Bild 4 bei der Mona Lisa schaffen und das produktiv bringen und einen Wert heben, als Bild 5 sich da festzunageln, ein halbes Jahr später. Okay. Vielleicht hilft das ein bisschen. Dann noch eine Frage von dem Startup. Die Spirale 2 war der Beginn in unserem Startup und ist dann aufgrund von fehlenden Ergebnissen in die erste abgedriftet. Was ist da schiefgelaufen? Falsches Personal. Spirale 2 müsste jetzt mal kurz eine Hilfe haben. Vielleicht können wir das nochmal klären. Verstehe ich nicht ganz. Mal die Frage suchen. Genau, da vielleicht dann einfach nochmal zur Erläuterung, was genau mit Spirale 2 gemeint ist. Nochmal kurz hier reinschreiben. Es geht um X und Y, schreibt er dazu. Ach so, ah, genau, ja, dann, ach, was ist falsch gelaufen? Genau, Hörmann-Spirale und, ja, genau.
Das ist total toll. Das war das, was ich meinte. Wir müssen über den Rahmen länger reden. Mit dieser Überforderung. Ich habe das schlecht gesagt. Also, was habe ich erlebt hier? Und das erlebe ich immer noch. Nur weil wir alle, und da rede ich über mich und deswegen auch über euch oder Sie alle, natürlich bin ich ein Y-Mensch. Aber ich bin auch manchmal überfordert und kriege das nicht hin. Und wenn ich überfordert bin, dann brauche ich Führung. Und Führung ist meistens nicht Mikromanagement, tu das, sondern eine Unterstützung, eine Sicherheit, was ich tun kann. Also eigentlich ist das aber eine Einschränkung des Handlungsspielraums oder eine Unterstützung da. Meine These ist, wer bei Y startet, der macht diese Selbstüberlassungsführung. Ey Leute, macht mal einen geilen Job, ich gehe mal weg. Das kann ich aber vom Gehalt und von dem Können der Menschen, ich kann das erwarten wollen, es wird aber nicht klappen. Das heißt, ich kann nicht hier einsteigen und den Leuten den vollen Handlungsspielraum geben. Gerade wenn ich vor so einer Welt komme, mache ich das auf und muss das auch klar machen. Guck mal, hier geht mehr, dass die Leute nicht in einem luftleeren Raum orientierungslos ticken und auch nicht an Wände stoßen, weil die kriegen da nicht mit, oh, hier ist es falsch. Wenn ich Leitplanken habe, dann stoße ich mich in meiner Freiheit und dann können wir uns fragen, steht die Leitplanke an der falschen Stelle? Oder ist das Stoßen ein wichtiges Feedback, dass ich nicht wieder meine X-Theorie, Menschen sind schwierig und unsicher, befeuere? Das ist nämlich das, ich gebe denen den Handlungsspielraum, sage, die sollen das machen, dann kriegen sie es nicht hin und dann sage ich, ja, die können es ja doch nicht. Hätte ich denen die Unterstützung gegeben, die Führung? Auch manchmal ist es Management, ey, das kann auch nicht jeder, es gibt ja auch Managementrollen, die Leuten Arbeit unterstützen, erleichtern, auch welche Entscheidungen treffen, dann hilft das. Also ich glaube, dann ist man hier abgewichen. Das hatten wir nämlich auch mit viel zu viel Freiheit, zu wenig Freiheit, was ist die richtige Freiheit und wie kann man Leute stützen und fördern? Und Menschen verändern sich gar nicht unbedingt, auch wenn wir das wollen. Das dauert Jahre und nicht Tage, leider, Wahrheit. Und manche machen es nie. Falsches Personal würde ich deswegen nie sagen. Ich würde immer, also das ist dieser wertschützende Gedanke. Ich würde erstmal starten mit falscher Rahmen. Wer ist schuld? Immer wir als Führungskräfte, immer die, die den Rahmen bauen, haben den Rahmen falsch gebaut und deswegen sind die Leute gescheitert, weil wir die falschen Vor-, also weil wir das falsche Spielfeld aufgezäunt haben. Natürlich habe ich schon in jeder Firma erlebt, wo Agilität eingeführt wurde, dass mindestens ein fauler Apfel dabei war, der die Firma verlassen hat und es war für alle gut. Aber das kann nicht die These sein. Die 90% sind mindestens gut. Wir sollten nicht über die 10% nachdenken. Wir bauen für 90% der Menschen ein System. Wir gehen nicht auf die 10% Xer. Die schwemmen wir weg, die machen mit oder die verlassen auch irgendwann im Einvernehmen die Firma. Wir machen hier alle Türen auf und unterstützen sie hier mit aller Führung und so weiter. Also nicht so schnell aufgeben. Und dann vielleicht jetzt noch eine letzte Frage, die da ein bisschen darauf auch anschließt. Es geht darum, um eine Beraterin, die sozusagen agile Methoden dann auch in verschiedene Organisationen reinbringen möchte. Das heißt, die Führungsgremien sind häufig oder proklamieren, agil werden zu wollen, aber dann im Verlauf des ganzen Projektes zurückfallen und dann die Mitarbeiter natürlich auch das Vertrauen darin verlieren. Anscheinend ist es dann so gewesen, dass sie einfach gesagt hat, ich bin da raus, meldet euch wieder, wenn ihr wirklich agil werden wollt. Und da ist einfach die Frage, hat man da zu schnell aufgegeben? Hätte man da vielleicht noch einen weiteren Versuch starten sollen? Hast du da vielleicht Erfahrungswerte? Boah, ja, das ist ja der beständige Kampf und das kann man so einfach nicht sagen. Ich würde immer sagen, Agilität funktioniert nur unter Sponsorship. Da so haben wir also, glaube ich, alle gestartet. Ich habe ja auch aus der Softwareentwicklung die Graswurzelrevolution versucht. Wir müssen agiler werden und man bleibt immer an der Glasdecke hängen. Deswegen mache ich ja jetzt auch nicht mehr Agilität, sondern Organisationsentwicklung und Holakratie, weil das quasi von der Geschäftsführung Vorstand kommt. Durch die gesamte Firma schwebt. Wir kommen mit der Agilität nur so weit, wie die höchste Sponsorin, den höchsten Sponsor, den wir haben. Sei es eine Abteilungsleitung, IT-Leiter, wer auch immer. Also der Bereich. Und wir können auch nicht besser werden, das glaube ich leider, weil es immer wieder ausprobiert ist, als das Verständnis und der Agilität und des Menschenbildes von den Leuten, die das Ganze lostreten. Und wenn Leute, und deswegen würde ich sagen, da würde ich weggehen, wenn Leute klar als Führungskräfte, Geschäftsführer, Geschäftsführer, Abteilungsleiter in X verortet sind von ihrem Menschenbild, dann kannst du nur das Weite suchen. Da kannst du denen das zweimal versuchen zu erklären. Wenn aber deren ganzes Führungsverhalten immer wieder ist, ich gehe hier auf, ups, nicht falsch, ne, ich gehe hier auf Druck und Vorgabe und nicht, ich setze einen besseren Rahmen. Ja, dann wird das ja nicht klappen. Dann sagen sie zwar, ich will Y, aber sie machen es nicht. Aber das kann man ja erstmal oft
besprechen, weil die haben auch Angst. Was hat früher Agilität gesagt? Agilität hat so ein bisschen gesagt, wir schaffen euch Führungskräfte alle ab. Auch alle Manager werden nicht gebraucht. Wir managen uns ja hier brutal toll selbst, machen einen tollen Job und ihr seid überflüssig. Die haben auch Angst. Was ist denn ihr Job, wenn es anders wird? Vielleicht brauchen die auch länger Unterstützung und Klarheit. Wie kann ich das, wie kann ich meinen Weg finden? Die müssen ja sich auch aus einer Welt, und das war ja mehr ihre Welt, das war ihr Können, die sind viel stärker aus ihrem Können rausgeschmissen, wenn sie über Vorgaben und Klarheit leben. Die müssen ja auch neu lernen, was ist eigentlich diese Welt zu gestalten. Das ist ja eine Kunst. Die Mitarbeiter können einfach ihren Job weiterarbeiten. Für die ist oft der Shift ist zwar nett und das bringt viel positive Ergebnisse, aber die größte Veränderung muss von der Führungsebene her kommen und die haben auch die größte Schwierigkeit damit, selbstverständlicherweise. Also ich würde immer lange versuchen. Ja, und wenn es nicht bereit ist, dann gehen. So habe ich auch Firmen verlassen. Wenn man das geht, dann nicht. Hilft nicht. Wenn es nicht bereit ist, sich zu ändern, sehe ich da gerade. Ne? Irgendwann kann man dann nur aufgeben. Das ist verschwendete Liebesmühe. Das ist so wie Liebe, mich zu einer Partnerin zu sagen, die einen nicht liebt, dann hilft das auch nicht. Dann braucht man vielleicht eine neue Beziehung. Okay. Hart, aber so ist es. Dann schon mal vielen, vielen Dank dafür. Ich habe gerade schon mal gepostet und zwar einen Link zum Feedback. Wie gesagt, ich hatte es eingangs ja erwähnt. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns mitteilen, wie es Ihnen gefallen hat. Nutzen Sie gerne diesen Link. Teilen Sie uns mit, was Ihnen gefallen hat, welche Themen für Sie noch weiter relevant sind. Dann versuchen wir das dementsprechend auch mit aufzubauen. In diesem Sinne bedanke ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bei dir für diesen echt spannenden Vortrag. Möchte die Gelegenheit noch nutzen, noch auf eine kleine Sache hinzuweisen. Und zwar geht unsere Webinarreihe ja weiter. Nächsten Donnerstag schon, am 3.12. um 10 Uhr. Dann haben wir das Thema Digital Recruiting. So gewinnst du deine passenden Mitarbeiter. Wer da Interesse hat, gerne auf den Link gehen, sich informieren und dann, wer möchte, auch gerne anmelden. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. An dich, Klaus, nochmal vielen, vielen Dank und dann bis bald. Danke, bis bald.